Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Borkum-Video. Heute ist der Tag 2, gestern der Tag war der Wahnsinn. Wir haben so gut geschlafen, wir haben wie Steine geschlafen. Unsere Luftmatratze, auf der Beli und ich schlafen, hat irgendwann die Luft verloren. Und wir haben auf dem Boden geschlafen, aber uns war es so egal, weil wir waren so müde. Jetzt haben wir sie richtig fest aufgepumpt. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja. Wir werden jetzt heute was richtig Cooles machen. Wir machen jetzt gleich eine Fahrradtour. Erst schauen wir noch von meiner Mama die Arbeit an, wo sie gerade arbeitet. Und dann gehen wir los, machen heute eine Inseltour, Inselrundfahrt. Fahren zu so einem Naturschutzgebiet, was anscheinend wie ein Paradies ist. Da laufen wir dann ein bisschen rum. Braucht man, glaube ich, schon so 1,5, 2 Stunden. Deswegen machen Beni und ich ein bisschen Tagesausflug. Heute Abend hat Mama schon Essen reserviert, wo wir gestern Abend noch Cocktails getrunken haben. Richtig schön. Also wir machen hier gerade echt einen Punkt nach dem anderen. Wir kommen eigentlich gar nicht zum Relaxen, irgendwie am Handy zu sein oder sonst irgendwas. Wir sind eigentlich nur unterwegs die ganze Zeit und schauen coole Sachen an. Ja, genau. Deswegen, dann geht's gleich los mit dem Fahrrad. Wir müssen noch ein Fahrrad ausleihen. Eins hat die Mama hier. Ja. Wir kommen auch mit. Ja, die Miley kommt auch mit, wieder mit ihrem Rucksack. Ja. Die Miley ist eh das Highlight hier irgendwie der Insel, aber die war einfach noch nie mit uns im Urlaub. Beli gesagt, sie macht hier das Ende. Ja, das war das Ende. Das Ende von unserem Anfang. Ja. So, es geht los. Wir haben uns jetzt ein Fahrrad gemietet. Also hier das Orangene mit 3 Gängen. Und dann haben wir hier noch der Mama ihr geiles Fahrrad, ihr Elektrobike. Wir haben jetzt gerade schon den Akku geholt, weil wir den vergessen hatten. Wir haben halt gesagt, reinmachen oder? Ja. Was steht, das geht? Ja, wir haben gesagt, wir probieren es halt mal aus. Ne? Boah, ist das riesig. Hinten reinschieben. Ich bin auch noch nie mit Mamas Elektrofahrrad gefahren. Belinda ist ja immer so ein Profi hier. Ja, wir machen jetzt heute einen richtig coolen Ausflug. Wir hoffen, dass das Wetter hält. Es hat gerade schon kurz geregnet. Ja, sieht nicht so nice aus, aber wir haben Jacken an und das passt. Ja, genau, dann passt es. Perfekt. Gehen wir mal los bei der geilen Tour. Ja. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nee, oder? Schlüssel musst du einchecken. Schlüssel, mein Wissen. Den Code. Das ist richtig cool, wir freuen uns einfach und ja, bin gespannt, wie. Also, wir fahren auf die Nordseite, wir sind jetzt hier an der Ostseite, richtig? Ja. Stimmt das? Nee, nein, wir sind Westseite, an der Westseite. Ja. Und wir fahren zur Nordseite und da soll es richtig schön sein, wirklich. Wir haben jetzt gerade noch mal im Reiseführer gelesen: Ruhe, keine Menschen und da muss man auch hinlaufen, also, wir können nicht komplett mit dem Fahrrad fahren. Ja, weil da Naturschutzgebiet ist. Wir haben ganz viel Proviant dabei, eine Decke. Und wir haben den Hund dabei. Und den Hund. Zeig schnell. Ja, ich zeige ihn schnell. Aber wir wechseln auch Rucksäcke, oder? Ja. Und hier ist unser kleiner Süßer wieder dabei. Ja, wir haben auch für Isi ein Handtuch. Sieht aus, als hätte Mama ihre Jacke an. Ja, Beli hat Mamas Jacke an. Ist wohl nicht gescheit ausgestattet gewesen. Nee, aber es sieht voll lustig aus, weil es sieht aus wie so ein Puffkleid. Ja, eigentlich ist das voll stylisch. Okay. Gut, also let's go, oder? Ja. So, also ich bin jetzt als Erste dran, aber ich fahre ohne Akku. Also wie, wo? Bis jetzt zumindest. Also hier ist an. Okay, aber will ich ja nicht. Und hier kannst du halt, hier ist wie viel ja, die Gänge schützt. Nee, die Gänge sind hier, du kannst ja selber schalten. Achso, ja, okay. Ja, aber was, ich will gar nicht, dass er läuft, der Akku. Dann mach ich auf 0, okay. Dann schauen wir mal. Das ist so idyllisch und schön gerade. Das ist echt schön, ja. Voll cool. Ich verpacke einfach mein Leben nicht mehr. Es ist so schön, sieht aus wie Island. So idyllisch. Wir genießen es gerade richtig. So,
ich muss euch jetzt was richtig Krasses zeigen, was ich gerade gelesen habe. Borkums Trinkwasser wird nicht vom Festland angeliefert, sondern auf der Insel gewonnen. Und ich trinke hier die ganze Zeit das Wasser. Also, ihr wisst, ich trinke Süßwasser. Hier. Voll interessant. Das ist wirklich voll interessant. Salzwasser, dann ist hier keine Ahnung was. Krankiges Übergangswasser. Und ich dachte schon, dass das Wasser geklort ist, aber das ist anscheinend Schwefel oder so, hat die Mama behauptet, was im Wasser ist. Da hinten sind Pferde und wir reiten ja morgen auch und Billy denkt, dass wir morgen auch so galoppieren werden. Hey, es ist schon krass, ja. Ich streng mich an, ich weiß nicht. Egal, ich krieg das schon hin irgendwie. Schon richtig geil. Kleine Miley hat die Option, ob sie raus möchte oder nicht, aber sie will einfach nicht. Aber ich überlege, ob sie trotzdem raus ist. Vielleicht kurz oder die zwei Schatten. Das mag gut sein. Ja, wer ist denn im Sand? Ui, auf der Düne. Die will nicht, sie will rumspringen. Miley, renn! 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 Okay, sie will wieder in ihre Kiste. Und ab jetzt wird gelaufen. Sie laufen wahrscheinlich. Ja, Miley, eigentlich will sie da noch ein bisschen chillen. Ja, lassen sie ihn. Und dann will sie gleich bestimmt laufen. So einfach hier idyllisch durch die Landschaft. Wir wissen noch nicht gescheit, ob wir richtig sind, aber wir werden schon zum Hoggehorn kommen. Wir sehen aus wie Touris, obwohl wir eigentlich richtig. Also wir sind Touris, aber sie sehen aus wie unvorbereitete Touris. Dabei sind wir Influencer. Ja, bei uns sprechen die Leute schon so an. Ja, wenn ihr hier laufen wollt, dann nehmt bitte eure Regenjacke mit. Ja, haben wir. Und gescheites Schuhwerk. Und meine Beine hat er doch auch angeguckt. So. Ja. Warum hat sie keine lange Hose an? Wow, und jetzt einfach irgendwie so coole Pflanzen. Ich bin einfach nur fasziniert. Borkum ist echt wow. Lauf! Unserer Fahrradtour. Es war so schön, noch ein so schöner Tag, Nachmittag jetzt hier in Borkum. Also es ist echt so cool gewesen. Wir sind um die halbe Insel jetzt geradelt. Wir sind dann eben hinten zu dem Hoggehorn oder Hoggehorn. Hoggehorn heißt es, ist der östlichste Punkt von Borkum. Und dann waren wir noch am nördlichsten Punkt, also nördlichster Punkt sogar von Deutschland. Wir haben uns eigentlich voll Zeit gelassen. Es war richtig schön. Ich habe auch geguckt mit meiner
Die Beli macht sich gerade fertig. Ich habe auch geguckt mit meiner Handy-App, wir sind 14 Kilometer gelaufen. Echt? Ja, also nicht gedacht. Oder gefahren auch? Nee. Ach nein, 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 das stimmt nicht. Hä, doch. Also meine App steht 14 Kilometer, aber ich frage mich gerade, wohin wir in 14 Kilometer gelaufen sind. Aber ich glaube, wir sind halt 5 gelaufen und der Rest haben wir gefahren. Ja, aber normalerweise macht doch die Health-App auf dem iPhone doch nicht. Weil ich habe gerade vorhin das nämlich Niklas erzählt. Ja, also wir mussten auf jeden Fall absteigen und dann 3 Kilometer reinlaufen und 3 raus. Und wir sind halt da noch ein bisschen rumgelaufen. Ich denke schon, dass es sich vielleicht dann aufgeht. Und auf jeden Fall, also ich check das jetzt gerade nochmal. Strecke gehen und laufen. Ach nein, wir sind 10 Kilometer. Nee. Nein, wir sind heute 13,1 Kilometer gelaufen. Also stimmt schon. Aber wir sind natürlich schon ein bisschen rumgelaufen und ab und zu abgestiegen zu irgendwelchen Punkten hin. Dann sind wir noch an der Nordküste eben hingelaufen. Aber es war wunderschön. Und wenn man dort bei der wenn man dort bei dem Hoggehorn, da muss man halt so eben 3 Kilometer reinlaufen. Und es ist so toll, es ist irgendwie wie, also mich erinnert es richtig an Island. Also man hat halt so weite Landschaften und ich finde, irgendwie so hat man das ja immer nicht. Weil immer eigentlich bei uns ist ja alles vollgebaut, man kann nie so richtig weit gucken. Und es ist halt richtig geil hier, also richtig schön. Ist auch alles Naturschutzgebiet, die Miley war auch dabei, Hunde dürften ab und zu nicht. Dann haben wir sie einfach halt in den Rucksack wieder gesetzt. Und ja, war so schön. Jetzt war das Wetter ein bisschen nicht so gut, dass wir sind auch im Niesel nach Hause gefahren. Haben uns jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt später mit der Mama essen. Wir haben aber noch 2 Stunden, deswegen gehen die Beli und ich jetzt nochmal kurz wahrscheinlich runter an den Strand. Ich dachte nur, wir müssen noch kurz warten, weil es wieder gerade ein bisschen nieselt. Aber ich sehe schon, dass die Wolken aufziehen. Deswegen, dann wird das Wetter wieder besser. Und die Mama hat auch gemeint, hier regnet es eigentlich nie richtig lang, weil hier ist jetzt, oder zumindest heute, so ein Wind, dass es die Wolken halt voll schnell wegweht. Ja, richtig cool. Aber wirklich so schön. Ich muss auch noch sagen, hier gibt es so schöne Muscheln. Hier gibt es so richtig schöne schwarze Muscheln. Ich habe schon richtig viele gesammelt. Ihr wisst, das mache ich voll gern. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gestern gesagt habe, aber der Sand ist hier der Hammer. Ich habe noch nie so weichen Sand irgendwie gesehen oder gespürt. Oder ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde. Aber der ist wirklich so weich. Ja, das ist richtig krass. Ja, genau. Aber es ist einfach so cool hier und es fühlt sich so wie Urlaub an. Und also es ist ja auch Urlaub. Und Beli und ich haben schon so gesagt, es ist auch voll lustig, weil wir unsere Mama ja immer erst abends treffen, weil die ja den ganzen Tag arbeitet. Das ist so wie so ein Feriencamp halt irgendwie ist. Also früher waren wir auch immer in so Ferienlagern. Und dann hat man es ja auch voll oft gemacht, dass man halt, manchmal durfte man sich frei bewegen. Und dann hat man sich wieder abends dann so getroffen. Und bei uns ist es irgendwie auch so. Wir dürfen uns immer den ganzen Tag so frei bewegen, lauter Sachen machen. Und am Abend eben treffen wir uns mit der Mama, gehen mit der Mama essen. Ja, genau. Aber hab mir schöne Locken gemacht. Mal gucken, wie lange die halten, weil es ziemlich windig ja hier ist. Und dann warte ich jetzt mal noch auf die Beli, bis die Beli rauskommt. Ich überlege gerade noch, ob lustige, spannende Sachen passiert sind. Ja, was richtig Cooles. Beim Zurückfahren war es ja regnerisch, also es ist so voll der Wind. Also bei uns kam der Regen irgendwie von der Seite überall. Und dann haben Beli und ich den Motor vom Elektrofahrrad angeschaltet. Und ich bin gefahren, Beli hat sich festgehalten an mir. Und wir waren so schnell, ich sag's euch, wir haben fast alle überholt. Wir konnten jeden Berg hochfahren. Es war so witzig, wir waren in 0,nix Richtung eigentlich zu Hause wieder. Also richtig cool, wir haben es voll gefeiert. Wir hatten so einen Spaß heute. Es war voll cool. Hä, hey, hier ist gar kein Wind. Wir gehen auf die Dünen. Dann kann man sogar die Beli und ich, wir sind hier voll vermummelt, weil bei uns gerade voll der Wind war. Ja, aber jetzt sind wir hier unten am Meer. Ich bin so aufgepustet und bin schon fast so weggehüpft. Ja, wir konnten fast nicht mehr laufen. Und jetzt ist es voll angenehm. Der Wind ist auch gar nicht mehr da. Und wir wollten unsere Maske nicht absetzen, weil wir gesagt haben, dass es uns noch wärmer ist und schön. Aber hier ist fast gar nichts, also schon ein bisschen, aber im Vergleich zu vorher. Aber das ist voll schön, weil nichts. So, aber man kann hier sehen, da ein Strandkorb umgefallen ist, dass schon extrem viel Wind ist. Aber jetzt geht's gerade. Wow, hier ist schön, hier ist gar nicht windig. Mit Blick auf den Leuchtturm.
Und hier die schönen Strandkörbe. Richtig schön. Ja, und die Promenade. Und da gehen wir später essen. So, und jetzt nochmal kurz wir auf uns. Mit der Billy kann man einfach immer die lustigsten Sachen machen. Billy muss halt auch einfach immer die ganze Zeit lachen, so wie ich. Ja. Weil irgendwie alles so lustig ist. Und dann sagt Billy so, ich sag so, ja, wir schauen einen Strandkorb, der halt offen ist, dass wir uns da reinsetzen können. Und Billy so, nee, setzen wir uns doch einfach vor einem. Ja, das war voll blöd. Da waren die ganze Zeit irgendwie Liegestühle drin. Weil normalerweise, manchmal kaufen die ja für den ganzen Tag. Dann oder für die Saison. Ja. Und gerade waren die immer irgendwie so mit diesen Liegestühlen davor beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, komm, dann legen wir uns einfach vor einen. Nee, und jetzt haben wir echt einen richtig coolen. Also vor dem Strand. Die haben wir also mitgenommen und deswegen passt ja. Hm, okay, also bis später. Wir sehen uns dann, glaube ich, beim Essen, würde ich sagen. Dann zeig mir das. Nochmal kurzer Einblick. Wir haben noch von heute Morgen so ein Zimtbrötchen, das wir uns gerade halten. Das schmeckt so gut, das ist so weich und fluffig. Ja, das ist richtig geil, oder? Ja, wir essen, bevor wir essen gehen, weil wir gehen ja erst um 8 essen. Und Nummer 2, Schokobrötchen. So, wir müssen es mal kurz zeigen. Hier ist einfach ein Auto drin. Richtig cool. Und hier ist der beste Ort für den Sonnenuntergang, aber heute regnet es ja. Also wir haben hier wieder Cocktailbienen und ich, aber Non-Alkohol. Und ja, die Mama hat eine Rhabarberschorle. Ja, sehr cool. Und die Mama hat gerade erzählt, bei schönem Wetter machen die hier das Fenster hoch und dann hat man wirklich Blick auf die Beach. Richtig cool. Wie Mama sich freut. Wow, so, also ich habe mich jetzt für einen Burger wieder entschieden. Ich wollte eigentlich einen Salat, aber... Hey Mama, das sieht auch richtig schön aus. Das ist eine Ofenkartoffel mit Salat. Hallo, hallo. Ich habe keinen Akku mehr. Die Mama ist so hart, wir wollten jetzt nach Hause gehen, weil schon 10 Uhr ist, von unserem Burger essen. Dann sagt die Mama... Trinken wir noch eine heiße Schokolade. Trinken wir noch eine heiße Schokolade. Aber ist Feuer. Das ist so schön wie Feuer. Jetzt ist wenig los. Jetzt hier von einem Restaurant zum anderen. So, ich wollte mich jetzt noch mal kurz verabschieden. Ich habe es leider gestern nicht mehr geschafft, das Ende zu drehen. Wir waren so müde, weil wir wirklich, wir sind essen gegangen. Danach noch wollten wir eine heiße Schokolade trinken. Leider hatten die den Automat irgendwie schon geputzt, dann ging das gar nicht mehr. Aber wir waren dann wieder mal super spät ins Bett und ich bin abends immer so müde. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann, ja, viel Spaß bei dem Video, das heute gedreht wird. Also, tschüssi!